Was geht ab, Leute? Sehen ist wieder da mit einer neuen Folge Let's Play Alien Nation. So, gucken wir uns mal die nächste Mission an. Fort Itaipu, Brasilien. Fort Itaipu ist eine Seefestung des brasilianischen Militärs, die 1896 gebaut wurde, um den Hafen von Santos zu schützen. Das abgelegene Fort wurde 1955 von Nathaniel Hawke, alias der Vater, gekauft. Einem zurückgezogenen lebenden Milliardär. Vorreiter in der UFO-Forschung und einem der ersten regierungsunabhängigen Unterstützer der UNX. In Zusammenarbeit mit der UNX-Wissenschaftsabteilung finanzierte Mark das einzige Projekt Trista Array in Privatbesitz Sigma Octantia. Jeglicher Kontakt mit Fort Itaipu ging während der Xenos-Invasion verloren. Während der Xenos-Invasion verloren, natürlich. Funkstar. Die UNX hat keinen freien Zugang zu Sigma Octantis, dem einzigen Trista-Array im Privatbesitz, aber wir können das Signal vom Roten Stern zurück zu seinem Ursprungsort verfolgen. Wir haben nur wenige Informationen über diese Anlage, aber wir wissen, dass sie vom zurückgezogenen lebenden Milliardär Nathaniel Hawke betrieben wurde, den die UNX den Deckmann der Vater gab. Die Anlage verschwand kurz vor der Invasion komplett vom Bildschirm und man dachte, die Xenos hätten sie erobert. Na, dann machen wir halt hier. Wollen wir mal wieder mit mehr, das ist irgendwie lustiger. So. Na, komm schon. Ich drehe gerade meinen Sound hier rum. So. Jetzt solltet ihr mich eigentlich sogar noch ein bisschen besser verstehen. Ich habe so ein bisschen den Sound hochgedreht und ja. Wow. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Na komm, wo seid ihr? Wusch, wusch. Wow. Bam. Bam! Boah! Leck mich doch am Arsch! What? What? Ich glaube, die sind ein bisschen zu stark für mich. Hä? Oha! Ja. Gut. Project TriStar is back online, but hearing how Novikov and Hark betrayed us. Verlass mal den Trupp, weil irgendwie ist das ein bisschen komisch. So, Blut auf dem Eis, dieses Nordlicht. Hä, wo war ich denn? Hier, Landung. Hä? Was hier? Ah, da. Spiele ich gleich nochmal. Wollen ja schon die ganze Mission sehen, nicht irgendwie nur so ein Teil. Irgendwie. Sigma Octantis reaktivieren und eine Verbindung nach Pripyat finden. Okay. Kriegen wir hin. So, ich bin jetzt. Ich hoffe, ich bin jetzt von Anfang an irgendwie in der Mission dabei und nicht irgendwie mittendrin. Schau. Achso, ja. Nein! Oh Mann. Jetzt habe ich mal die falsche Taste. Ach ja, das war Waffewechsel. Ach ja, hier war Nachladen. Okay. Ich habe ein paar Tage nicht mehr gespielt, deswegen wusste ich gerade nicht mehr wohin, wie, wo, was. Das ist der Artillerie, das ist die Tarnung, da ist meine Granate. Okay. Zack.
Ah, meiner. So. Wo geht's denn lang? Uah. Mami, Mami. Hoch, dann gehen wir hoch. Oder auch nichts. Ja. Ja gut. Aber wenigstens haben wir noch einen Stufenaufstieg mitgenommen. Wow. Ah, verreckt. Also manchmal geht das hier ein bisschen bunt her. Manchmal habe ich echt Probleme mit Feind und Freund zu unterschreiben. Oh, Hark, alter Freund, was hast du getan? Wow. Böse Hark hat uns verraten. Stirb! Gucken wir mal, oh, Minigun. Höhö, das ist jetzt neue Feuerrate. Das ist nämlich doch mal eine Shotgun. So gefällt mir eine Shotgun. Minigun. Hä? Ach so. Ach, das ist ein Raketenwerfer. Keine Minigun. Da war ja was. Lass mich nicht alleine. Leben. Waffe. Wow. Tricked. Wow. Huh. Unser Geschütz. Sollte mal aufpassen, wo ich langlaufe. Hui. Küste. Alles aktivieren, alles lebendig machen.
Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Hey. Guck mal. Stirbt. Ich hätte mir tarnen sollen und weglaufen sollen. Das wäre echt lästig gewesen. Hab dich, Buddy, hab dich. Das haben wir nicht gesagt. Bis dich. Hab dich, Buddy. Hab dich. Das ist jetzt eine Massenschlacht so langsam. Scheiß Nachladerei. Warten wir auf die Gags. So schnell geht das, Jungs, so schnell geht das. Zane räumt auf. Messel, 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 Messel. So, irgendwie sind wir jetzt ziemlich aufgeteilt.
Hey. Halt, ich komme doch schon. Ich komme, wartet auf mich. Nee, 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 nee. Na komm. Oh, ich habe wieder einen Fähigkeitspunkt. Bam. Ja, baller auf den Schrott. Wenn du sonst nichts zu tun hast, Bruder. So. Ja, werden wir hier mal spielen. Bin momentan auf der Suche nach einem neuen Computer und bin echt damit belegen, ob ich mir so einen GameStar Ultimate Ryzen PC kaufe. Eigentlich ganz cool mit so 8 Kerne und sowas, alles für den Videoschnitt, fürs Rendering, fürs Spielen, ganz gut. Auch wenn es noch nicht so viele Spiele eigentlich 8 Kerne unterstützen oder wenn überhaupt welche. Zukunftssicher ist es bestimmt. Und ich bin jetzt keiner, der jetzt irgendwie ein AMD-Fan ist oder ein Intel-Fan, also mir ist es wurscht, woher der Prozess letzten Endes kommt, solange er ballert. Dazu wäre dann eine Asus GeForce 1070 Dual, glaube ich, drin. Bin mal gespannt, also ich habe ein bisschen umkonfiguriert, das heißt ein anderes Gehäuse, ein größeres Netzteil, dafür die Windows-Version nicht mit reingenommen. Also ich bin insgesamt bei 1506 Euro, Punkt genau. Also 0,00. Bin ja gespannt. Für die, wo es noch nicht wissen, momentan ist ja mein Computer noch am Arsch, schon seit jetzt ein paar Monaten. Ich hatte nur momentan eigentlich nicht weder die Zeit durch den Umzug, noch großes Geld durch den Umzug, mir schon was Neues zu kaufen. Deswegen kamen jetzt lange, lange Zeit keine Videos mehr. Ja, die, wo meine Let's Plays regelmäßig verfolgen, wissen ja, dass mein Computer schon ziemlich lange rumgespannt hat, weil ja der Lüfter ausgefallen war und jetzt mittlerweile einfach gar nichts mehr geht. Beziehungsweise er ging noch die ganze Zeit, dann hat es ein Windows-Update geladen und dann ging auf einmal nichts mehr. Ja. Deswegen nehme ich momentan nur Spiele auf der PS4 auf. Wie es dann letzten Endes in welcher Reihenfolge ich es hochlade, weiß ich noch nicht. Mal gucken, wie ich Lust und Laune habe. Mein Heroes of Might and Magic 2 Let's Play steht ja auch immer noch aus. Mein Blast Blue Calamity Trigger Let's Play steht noch aus, was ich schon angefangen habe, anders aufzunehmen. Und natürlich irgendwann auch Dark Souls 1. So, bam, bam, bam. Falls ihr irgendwelche Vorschläge habt für den Computer, ich habe mir mal so vorgenommen, so 1500 rund plus minus 100 Euro oder 200 Euro auszugeben. Wenn ihr da irgendwelche Spezifikationen habt, auf die ich achten sollte, Komponenten, die ich auf jeden Fall nehmen sollte und ähnliches oder auch schon komplett PCs, auch okay, sagt mir einfach Bescheid. Schreibt es in die Kommentare. Schreibt es einfach in die Kommentare. Bloß wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo dieses Video hier hochlade, habe ich wahrscheinlich schon lange einen PC. Weil sonst hätte ich ja nicht wirklich hochladen können. Naja. Aber könnt ihr trotzdem gerne mal schreiben, was habt ihr eigentlich so für Rechner und was würdet ihr raten, wenn Leute jetzt sich auch wieder einen 1000 Euro PC kaufen wollen oder einen 1500 Euro PC oder einen 2000 Euro PC? Machen wir doch hier aus diesem Let's Play oder aus dieser Folge mal ein kleines Hilfe, ich brauche einen neuen Computer Kommentar-Section. Unterstützt euch, die Community. So, schieß. Können wir jetzt langsam mal irgendwie zum Ziel gehen oder so? No. No. Wartet auf mich. So.
Also meine Schnellfeuer-Schrotflinte, irgendwie mag ich die ja. Manchmal ist das Spiel ein bisschen unübersichtlich bei so Horden. Ja, cool. Ja, das war jetzt wohl irgendwie die Mission. Ja, gut. War jetzt irgendwie nicht ganz so spannend. Irgendwie haben wir ja nicht wirklich was gemacht. Komisch. Schauen wir doch mal. Ob wir wenigstens ein bisschen was erreicht haben. Oder ob uns die anderen meilenweit überholt haben. Ich hoffe ja natürlich mal nicht. Das ging ja trotzdem eine Viertelstunde. Ja, gut. Dann kommen wir gleich. Ausrüstung. Yee, neue Sekundärwaffen. So, das habe ich ausgerüstet. Das, nee, hä? Achso, das rüste ich aus und das schmeiße ich weg. Zack. Schwere Waffe, was hab ich denn da? Ah, das kann man auch weg tun. Der ist schon ganz gut, wie er ist. Und die Ausstattung. Einen neuen Boomer. Kann ich den Boomer wegschmeißen und hab hier einen neuen Mega-Boomer. Fähigkeiten, was habe ich denn? Ah, hier eine neue Fähigkeit. Okay, ich kann meinen Schlag verbessern. Erhöhter Schaden oder Kegelgröße? Artillerieschlag. Signalradius oder Zeit fürs Ziel? Hey! Zeit fürs Zielen erhöhen. Okay. Tarnung. Tarnzeit und Geschwindigkeitsboost. Ist deswegen alles nicht ganz so geil. Oh, da kann ich mich heilen. Hey, cool, dann machen wir das. Dann machen wir. Ne, wir machen den Schaden hoch. Das finde ich ganz gut. So, Bestiarium, irgendwas Neues. Backkugel. Okay. Ja, nee, auch schon. Scharfschütze, Fernbeziehung. Eine Unterkaste der Soldaten, die mit fortgeschrittenen optischen Implantaten und Langstrecken-Energiewaffen ausgerüstet ist. Sie greifen lieber aus sicherer Entfernung an. Ach, und das ist der. Das ist der richtige Goliath. Ah, wandelndes Erdbeben. Diese gewaltige Bestie ist ein Koloss aus Muskeln, Sehnen und metallverstärkten Knochen und gehört zu den gefährlichsten Gegnern, auf die sie treffen können. Obwohl er langsam ist, ist er extrem schwer auszuschalten und kann dank seiner enormen Stärke selbst mit gepanzerten Kämpfern schnell kurzen Prozess machen. Cool. Ja gut, ich hoffe auf jeden Fall, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ja, schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play Alien Nation. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und
haut rein. Ciao.